Wie viel künstliche Intelligenz verwendest du jeden Tag? Wahrscheinlich mehr, als du denkst. Sie steckt zum Beispiel in Empfehlungsalgorithmen im Netz, in Navigationssystemen und in den Produktionsketten deiner liebsten Shoppingartikel. Mal ganz abgesehen von ChatGPT. Vielleicht gehst du schon ganz bewusst mit KI um. Hättest du Lust, noch viel mehr darüber zu lernen, sie sogar weiterzuentwickeln, sinnvoll und kreativ? Hier an der HKA haben wir einen Bachelorstudiengang entwickelt, wo du genau das machen kannst. Er heißt Künstliche Intelligenz in den Ingenieurwissenschaften. Das ist KI nicht aus der Sicht der Datenverarbeitung, sondern der Elektrotechnik und Maschinenkonstruktion. Du lernst die Grundlagen dafür und kannst dich gegen Ende des Studiums für eine unserer Vertiefungsrichtungen entscheiden. Wenn du von unseren Profs erfahren willst, was sie sich dabei gedacht haben, bleib einfach dran. Oder geh schon mal auf unsere Website h-ka.de/kiib. Dort geht's auch zur Online-Bewerbung. Los geht's! Ich heiße Philipp Nenninger, ich bin Professor für Automatisierungstechnik und Industrie 4.0 hier an der Hochschule. Wir bekommen öfter von Studieninteressierten die Frage, ob man dann Mathe LK und Physik LK haben musste, damit man ein ingenieurstechnisches Studium studieren kann. Und da würde ich jetzt mal gern energisch widersprechen. Wir fangen bei uns im Studium mit den Grundlagenfächern an und wir bieten auch die Chance, durch unsere Lernzentren während dem Studium sich die Grundlagen mit aufzubauen. Also man kann auch mit anderen Fächerkombinationen bei uns ingenieurstechnische Studiengänge studieren. So, das ist unser Fahrsimulator. Mein Name ist Dirk Fessler, ich bin seit 2014 Professor an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik der Hochschule Karlsruhe für das Fachgebiet Automatisierungstechnik. Wir wollen einfach KI anwenden. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie Algorithmen und wie kann man KI-Algorithmen besser machen, sondern wir haben die und jetzt wollen wir damit eben Probleme lösen. Und das wollen wir eben nicht nur mit KI, also auf alle Probleme KI loslassen, sondern eben es soll eine Kombination sein, wo man sich überlegt, gehen auch die klassischen Methoden, sind die vielleicht sogar hier besser oder eben ist hier KI besser oder können wir das auch kombinieren. Schon mal auf dem einen Signal, das andere, da kommt noch nicht viel Gutes. Mein Name ist Peter Offermann. Ich bin Professor für Elektrotechnik und vernetzte Produktionssysteme hier an der Hochschule Karlsruhe. Grundsätzlich bin ich hier als Elektrotechniker unter den Maschinenbauern dafür zuständig, so alles, was mit Strom und Daten zu tun hat, den Maschinenbauer näher zu bringen. Und Strom und Daten, das ist für mich vor allem die Automatisierungstechnik, also dass wir den Maschinen beibringen, sich zu bewegen, dass wir sie steuern und regeln lassen. Im kommenden Studiengang werde ich vor allem in aktueller Planung zumindest die Informatik im zweiten Semester übernehmen und da Python-basierte Programmierung vor dem Kontext der KI mit den Studierenden behandeln. Mein Name ist Christian Friedrich, ich bin hier Professor für Künstliche Intelligenz in der Produktion. Wir arbeiten hier an Themen, dass Robotersysteme lernen können, zu interagieren, Objekte zu manipulieren und schauen uns da auch vor allem Methoden an, wie kann man datengetriebene Verfahren, also Methoden aus der Künstlichen Intelligenz, zusammenbringen mit Methoden aus der Regelungstechnik, wo wir schon Vorwissen von unserem System mit einbeziehen. Wir haben den Studiengang so angelegt, dass wir direkt die künstliche Intelligenz ab dem ersten Semester mit in das Curriculum einbezogen haben. Das heißt, die Studierenden werden direkt ab Anfang in dieses Arbeitsfeld mit eingebunden. Zudem legen wir ganz großen Wert drauf, wie bei allen Studiengängen bei uns hier an der Hochschule, dass das Ganze mit Kennen und Können zu tun hat. Das heißt, das sind keine reinen Theorievorlesungen, sondern wir haben ganz viel praktische Anteile in Form von Laboren mit eingebaut. Das Curriculum des neuen Studiengangs ist so aufgebaut, dass alles, was gebraucht wird, auch vorher aufgebaut wird. Das heißt, unsere Grundlagenfächer sind dazu da, später dann auch in den weiterführenden Fächern benutzt zu werden. Da sind natürlich die ganzen Hilfsmittel, die man als Ingenieurin oder Ingenieur braucht. Das sind die Grundlagen der Elektrotechnik, die Grundlagen des Maschinenbaus und dann natürlich auch das, was für die künstliche Intelligenz benutzt wird. Das Tolle an dem Studiengang ist meiner Meinung nach, dass die Studierenden wirklich lernen, sowohl Ansätze aus der klassischen Ingenieurswissenschaft, aber dann wirklich auch die Methode der künstlichen Intelligenz. Und damit schaffen wir im Endeffekt eine Ausbildung, die diese zwei Wälder probiert zu vereinen.
Methoden des maschinellen Lernens vermitteln, gleichermaßen aber auch Expertensysteme und Studierende dazu befähigen, zu trennen, wann welche Methode am gewinnbringendsten eingesetzt werden kann. Und ich glaube auch, das ist das, was wir in Zukunft sehen werden, weil es wird nicht eine Domäne alle Probleme der Welt lösen, sondern wir brauchen das Expertenwissen aus beiden Richtungen, um damit auch wieder effiziente Softwaresysteme zu bauen, die uns neue Möglichkeiten schaffen. Künstliche Intelligenz ist wie jede Technik erstmal Chance und Risiko. Und der verantwortungsvolle Umgang liegt dann natürlich bei uns als Gesellschaft. Das ist uns wichtig und deswegen haben wir eben die Ethik, KI und Gesellschaft direkt bei uns ins erste Semester gepackt, damit Studierende auch in der Lage sind, diese Aspekte der künstlichen Intelligenz abzuschätzen und dann im ganzen Studium auch mitzudenken. Künstliche Intelligenz wird uns unsere Arbeit nicht vollständig abnehmen können. Wir werden auch in naher bis mittelweiter Zukunft, also sicherlich weit über meine Lebenszeit hinaus, da bin ich fest von überzeugt, nur sogenannte schwache KIs haben, also keine Maschinen, die selbst emotional denken, emotional handeln, fühlen, bringt man einer Maschine das Fühlen bei. Da sind wir noch weit von entfernt. Maschinen können durchaus aber uns in der täglichen Arbeit unterstützen, uns Arbeiten abnehmen. Das könnte man sagen, die Maschinen nehmen uns unsere Arbeit weg. Das würde ich nicht so sehen, weil es entstehen dadurch neue Tätigkeitsfelder in der Kooperation mit den Maschinen, im Wartung, Pflege und Entwicklung der Maschinen. Und genau hier sind natürlich auch unsere Studierende ganz besonders gefragt, die später im Beruf solche lernenden Maschinen mitentwickeln, warten, gleichermaßen aber auch die klassischen Ingenieurstätigkeiten, Schaltungsentwurf zum Beispiel, die weiterverrichtet werden, übernehmen. Ein konkretes Anwendungsbeispiel für künstliche Intelligenz in der Industrie ist die Cybersicherheit. Des Weiteren findet KI Anwendung beispielsweise bei der vollautomatisierten Qualitätskontrolle. In der Logistik wird KI für autonome Lieferketten in Form von selbstfahrenden Fahrzeugen oder selbstfliegenden Drohnen verwendet, die Waren selbstständig von A nach B befördern. Und ich glaube, dass das für die Unternehmen extrem relevant ist, wenn sie jetzt zum Beispiel auch an solche Themen denken, wie Qualitätssicherung, optische Qualitätssicherung. Wie kann ich das dann komplett automatisch machen? Wie kann ich vielleicht Fehler erkennen, wo ich nicht so viel Bilddaten brauche? Also das sind alles Themen, wo es darum geht, auch effizienter zu werden, effizientere Abläufe zu bekommen und damit auch wieder einen Wirtschaftsvorteil hier in Deutschland zu generieren. Die künstliche Intelligenz hat das Potenzial, einen wichtigen Beitrag bei großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu leisten. Beispielsweise bei der zukünftigen Mobilität in Form von vollautomatisierten bzw. autonomen Fahren, bei der Energiewende in Form von stabilen Netzen oder in der Medizin bei der frühzeitigen und zielgenauen Erkennung und Behandlung von Krankheiten. Ich denke, für heutige Unternehmen ist der Einsatz von KI extrem wichtig. Man muss sich schon mit den neuesten Technologien auseinandersetzen, weil die extreme Möglichkeiten geben. Wenn wir gerade mal an das produzierende Gewerbe denken, wenn wir hier sehen, Deutschland Hochlohnstandard, wir müssen auch lernen, Prozesse, die wir vielleicht noch nicht automatisieren konnten, durch neue intelligente Methoden, durch Robotik zu automatisieren. Und ich glaube, dass das auch ein maßgeblicher Vorteil von uns hier in Deutschland ist, weil wir zum einen die Kompetenz haben aus der Produktionstechnik, wir haben die Kompetenz aus der Steuerungstechnik, aus der Robotik und wenn wir es jetzt hier schaffen, die Kompetenz auch noch mit der künstlichen Intelligenz besser zu verknüpfen, besser zu verheiraten, dann glaube ich, sieht es sehr gut aus für uns hier.